Der Freund dazu. The Last of Us 2. What the hell? Ich hoffe, euch geht's gut. Willst du es probieren? Ja, klar, gib her. Ich mach das. Bist du sicher? Bin heute großzügig. Wow. Sie ein eigenes Gewehr hinten auf der Schulter gehabt, aber wahrscheinlich kein Scharfschützengewehr. Siehst du das Schild da? Das rote? Versuch es zu treffen. Gut, um sie aus ihren Löchern zu locken. Du musst höher ziehen. Ja, ich hab's gemerkt. Spielraum zum Fallen. Okay. Gar nicht so einfach. Sehr gut. Geräusche locken sie an. Wir sind auf Patrouille. Lass sie uns erledigen. Habe ich gar nicht getroffen. Ich sehe noch welche. Ich auch. Boah. Shit. Denk dran, den Fall der Kugel auszugleichen. Erwischt. Ich mag das Teil. Noch drei? Wo ist denn der dritte? Ich sehe nur zwei. Das waren alle. Wenn du weiterschießen willst, meist gibt es dort noch mehr. Okay. Nein, will ich nicht. Woher kommen die? Die Horden halten sich im Winter gern in diesem Gebiet auf. Und sie lassen immer ein paar zurück. Sie nehmen jedes Jahr dieselben Routen? Ein Zugverhalten oder so. Ha. Warum wohl? Also, wenn das Barometer eine bestimmte Temperatur erreicht... Ach, ich weiß es auch nicht. Sieh dir den Schuppen an. Sieht aus, als laufen sie den Hügel runter. Wieso? Ja, totes Tier. Sieh hoch, dort bei dem Wagen. Sie fressen sich an dem Hirsch da satt. Sie haben wohl Hunger. Wo? Sieh hoch an dem Wagen. Hä? Leute, seht ihr einen Wagen? Da, moi. Ich zähl noch drei. Ich zähl... Ja, der eine kriegt noch, okay. Was dachtest du denn? Wunderbar. Oder? Immer noch welche? Sekunde. Wo denn? Ich sehe keinen mehr. Ach da. Hä? Der wird doch gerade schon geschossen. Yes. Sieht gut aus. Da sind bestimmt welche. Ist da was beim Skilift? Schau da hinten hin. Unter den Gondeln. Am Turm. Siehst du's? Da laufen ganz viele. Du lernst echt schnell. Ja. Yeah. Lass dir Zeit. Die kommen ja wahrscheinlich auch nicht hierhin. Da kann ich mir wohl Zeit lassen. Gut gemacht. Drei noch. Ich würde sagen zwei. Warte, bis ich Joel davon erzähle. Da sind noch ein paar. Exit. Oh fuck. Knapp daneben ist auch vorbei. Und jetzt bewegt er sich schon wieder. Ich hasse bewegende Ziele. Ah, hoffentlich denkt Joel ans Umrühren. Wahrscheinlich lässt er See wieder anbrennen. Ah, ich sehe keine mehr.
Falls wir zu Ende gehen? Okay, gehen wir rein. Mal sehen, ob Joel zurück ist. Klar. Gerne. Was jetzt? Her damit. Echt, danke. Genau, was ich brauchte. Klar. Ladies first. Ich soll eigentlich nichts sagen. Aber Joel macht sich Sorgen um dich. Warum? Gibt keinen Grund zur Sorge. Ja, ist wohl so. Aber wenn du nicht mit ihm redest, wird er glauben, dass was nicht stimmt. Ich rede mit ihm. Mehr als nur Hallo und Tschüss, okay? Wenn es sein muss. Ich versuch's. Ganz ruhig, Freunde. Ist das nicht die Hütte, wo wir draußen geschossen? Nur ein paar Versprengte. Ellie hat mein Visier ausprobiert. Und wie war's? Ja, war ganz gut. Oh. Du bist wohl nicht dazu gekommen, die Seiten zu wechseln. Hätte ich das machen sollen? Ja, du. Wir besorgen dir neue. Sehr nett, sehr freundlich. Dankeschön. Da unten ist ein Musikladen. Die haben bestimmt Gitarren. Ich meine, es wird doch sowieso mal Zeit, sich da umzusehen. Ich halte Wache. Was meinst du? Klar. Ja, es wird Zeit. Okay, gehen wir. Okay, komm mit, Kleine. Sprich jetzt mit mir oder mit dem Pferd? Haben Tommy und du was gesehen, als ihr unterwegs wart? Nur die paar, die wir vorher gesehen hatten. Und du? Naja, zwei Runner in einem Haus. Jesse meinte, du kommst echt gut klar bei diesen Gruppenpatrouillen. Er meinte, er würde dich für Paarpatrouillen empfehlen. Ich glaube, du bist noch etwas jung dafür. Ich bin eine bessere Schützin als fast alle anderen. Und ich habe mehr Erfahrung als die meisten neuen Rekruten. Hör mal, wenn du meinst, dass du bereit bist, glaube ich dir. Okay, danke. Aber tu mir einen Gefallen und nimm erstmal die kürzeren. Du weißt schon, um zu sehen, wie du klarkommst. Okay. Weißt du noch, diese Savage Starlight Comics, die du so magst? Ja. Tommy und ich haben welche gefunden, als wir neulich in der Schule waren. Haben sie dir gefallen? Oh, naja, die sind nicht wirklich meins. Dr. Daniela Starr ist ziemlich... Sie ist knallhart. Was sie in dem Kampf mit Captain Ryan anstellt. Wow. Ja, hatte schon recht. Aber cooler Twist, wie sie entkommt. Du bist witzig. Im Musikladen geht's darum. Wir lassen besser die Pferde hier. Ja. Okay. Gut. Kein Problem. Da ist der Musikladen. Ja, ich sehe ihn. Dann mal los. Brauchst du Hilfe? Nein. Hab schon. I don't need Hier können wir nicht lang, oder? Verdammt! Da könnte man sonst drüber schwimmen. Okay, und was jetzt? Naja, wenn du willst, könnten wir durchs Hotel gehen. Okay, gern. Das ist so eine gute Idee. Wo geht's denn hier rein? Hallo, wo ist denn der Eingang? Hallo? Verdammt. Oh, das könnte was sein. Glaubst du passt da rein?
Versuchen kann ich's. Ich? Durch so ein enges irgendwas? Oh. Ich bin durch. Moment. Okay. Kommt doch bestimmt gleich irgend so ein Jumpscare oder so. Ich sehe jetzt schon kommen. Hier ist nicht. Ich suche. Ich komm schon. Na, hallo. Howdy. Beeindruckt? Nee, du bist einfach zu dünn. Du musst mehr essen. Ach, gern geschehen. Hier sind ja bestimmt gleich mega viele von den Idioten. Ellie, hier. Ich glaube, da geht es durch, aber hier sind Spuren. Setz die Maske auf. Muss das sein? Wir sind's doch nur. Was, wenn wir jemanden begegnen? Okay, gut. Gar nicht passt. Ich mache keine Fehler. Du hast es niemandem sonst erzählt, oder? Nicht Jesse oder Dina oder... Natürlich nicht. Okay, gut. Ja, ja. So ist das. Warst du hier schon mal drin? Nein, wir patrouillieren nur auf den Straßen. Fühlt sich an wie ein Versäumnis. Vielleicht. Hier ist doch nix. Ruby, tut mir leid, falls unsere Patrouille euch gestern etwas erschlagen hat. Wir treffen nicht oft auf neue Leute. Ich kann verstehen, warum ihr nicht begeistert wart und wart, uns nach Jackson zu folgen. Aber hier ist es echt schön. Wir haben Strom, die Ernte ist üppig. Das könnte etwas Besonderes für dich und deine Familie sein. Meine Jungs sind nicht wiederzuerkennen. Bevor wir nach Jackson kamen, ging es nur darum, am Leben zu bleiben. Mir hatte nicht gefallen, wie sie sich entwickelt haben. Sie benahmen sich fast schon wie die Leute, vor denen wir geflohen sind. Jetzt klettern sie auf Dächern, um Löcher zu flicken und heben Gräber aus. Harte Arbeit, aber jeden Abend kommen sie mit dem guten Gefühl nach Hause, hier etwas aufzubauen. Sie sind Teil einer Gemeinschaft. Sie tragen Verantwortung. Du hast doch früher unterrichtet. Du könntest hier vor einer Klasse mit lauter wissbegierigen Kindern stehen. Das ist kein Hingespinst. Bitte überleg dir, ob du nicht einfach mal vorbeikommen willst. Ich könnte dir alles zeigen. Terra. Ja, okay. Terra. Kam die letzte Patrouille hier durch? Weiß nicht. Dass jemand von uns. Nein. Die einzigen, die in Jackson vermischt werden, sind die Teenager vom letzten Jahr. Das ist so alt. Ich bin nur noch ungeirrt. Bestimmt. Ja, wo müssen wir jetzt hin?
Fall schon. Da haben wir vorhin schon durchgehen können. Ich habe keinen Plan, wo wir hin müssen. Hier lang. Ah! Das habe ich nicht gesehen. Das war definitiv knapp. Wie viele Idioten sind denn das? Alter. Viele oder nicht? Ah, ganz toll. Ganz toll. Ja, jetzt weg. Go away from me, bitch. Ich weiß gar nicht, wie man ausweicht. Geh weg von Joel! Mehr Infizierte! Bereit machen! Wo? Oh. Da kommt der auch nicht mehr, oder? Komm, stirb! Asshole. Mal ein bisschen Munition sparen! Ich wollte Munition sparen, sonst scheiß. Oh, fuck it. Aber wie ging das denn jetzt um? Ich hab das nochmal benutzt. Ah ja, genau. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Aber alles mit dem, ihr kennt mich, alles mit dem. Wer weiß, wofür es noch gut ist. Ja, schreibe das so rum. Ah! Ah!
ja auch nichts mehr. Komm, wechsel im Magazin, Mensch. Stirb! Wo? Wie sind hier so viele? Infizierte! Warum sind hier so viele? Ich hab keine Munition mehr. Joe, ich glaube, das war's. Wir sollten gehen, Joe. Glaube ich auch. Gut gemacht, Kleine. Also, was hältst du davon, die Seiten erstmal nicht zu holen? Das wollte ich auch gerade sagen. Aber ich glaube, unser einziger Weg ist jetzt vorwärts. Na toll. Sollen wir darüber freuen? Oh je. Kam von da oben. Sieht aus, als könnte das hier was sein. Ich folge dir. Eigentlich hätte es nach so einem Kampf einen Batzen Munition geben müssen. Drücke mal den falschen Knopf. Oh ja, genau. Nein! Ah! Scheiße! Oh fuck, nein! Was für ein Rotz. Mann, ey! Ja, wo kam denn der andere her? Boah, was für ein Arschloch. Kommt hier wieder so komische Tussi angerannt. Bitch. Yeah.
wir haben es geschafft. Ja, so gerade eben. Haben wir. Alles klar? Außer, dass ich echt alt bin. Nicht, was 8 Stunden Schlaf nicht heilen kann. Ich will hier raus. Ich auch. Sehen, wo es lang geht. Anscheinend, ja. Ich wüsste es jetzt nicht. Schmeiß die Sofas beiseite, die sehen eher gammelig aus. Was machst du da? Was, wenn A2 Bloater lauer? Das wird schon. Da lauert gar nichts. Spuren sind weg. Spuren sind weg und sie hat sofort die Maske aus. Wir kommen nicht auf Bloater vorbei. Ja. Jesse und Dina werden durchdrehen, wenn sie davon hören. Was ist eigentlich mit den beiden? Zusammen, oder? Mal so, wieso? Ich höre doch, wie Jesse über dich redet. Nein, Jesse und ich sind nur Freunde. Ich habe aber ein gutes Auge für diese Dinge. In diesem Fall nicht. Munition! Oh, noch mehr Munition. Werden wir nicht. Die Tür hat mich auch gerade interessiert, weil so ein Stück Aufstand. Kannst du dich da durchzwingen? Na klar. Eh, alle zu. Siehst du, was da ist? Ja. Ups. Helly! Danke. Ja. Hey, Joe. Das sind sie. Wer? Ja. Das Paar, das letztes Jahr weggelaufen ist. Das sind ja weit gekommen. Jackson ist echt wundervoll, aber wir können nicht mehr mit ansehen, dass die Leute anderswo leiden. Wir wollten Leben retten. Wir wollten Gutes tun. Nach nicht mal einer Stunde trafen wir auf eine Horde. Na super. Wir sind infiziert. Wir haben beschlossen, unser Leben zu beenden, ehe wir uns verwandeln. Sagt unseren Familien, dass es uns leid tut. Mein Lieber Adam und Sidney. Ja, so schnell kann's gehen. Ich hab sie erschossen. Mich kann ich nicht umbringen. Ich bin ein verdammter Feigling. Adam. Scheiße. Wären sie doch immun, oder? Ja, also. Holen wir Tommy, dann können wir die Leichen nach Jackson zurückbringen. Ja. Als du mich aus der Firefly-Klinik weggebracht hast, sagtest du, es gab Dutzende wie mich. Ja. Ja, das haben wir gesagt. Ich habe noch nie andere Immune getroffen. Du etwa? Vielleicht verbergen sie es. Du ja auch. Glaubst du das wirklich? Sollten wir wirklich jetzt darüber reden? Wir sind durchs halbe Land gefahren, um mich zu den Fireflies zu bringen. Ich hatte so viele Fragen an sie. Warum?
Warum hast du mich da rausgeholt, als ich noch bewusstlos war? Weil sie sich sonst umgebracht hätten. Ich habe sie Tests machen lassen. Und als ich merkte, dass die sinnlos sind, wollte ich weg. Woher wusstest du, dass sie sinnlos sind? Hättest du ihnen mehr Zeit gegeben, vielleicht hätten sie etwas rausgefunden. Es gab keine Heilung. Absolut nichts hätte diesen Leuten helfen können oder irgendwem. Ich weiß, du willst, dass die Dinge anders liegen. Das tue ich doch selbst. Aber das tun sie nicht. Wir müssen die beiden ihren Familien zurückbringen. Oder gibt's noch was, was du hier durchkauen willst? Nein. Gut. Dann komm. Ja, ist schon nicht so schön. Jesse schläft. Hey, lass mich mal. Sorry, ich bin seit 4 Uhr wach. Er ist ein guter Kerl. Warum hast du nichts gesagt? War der falsche Zeitpunkt. Das wär's. Was ist hiermit? Hilft uns das? Ja, tatsächlich. Abby? Nein. Dieses Mädchen, Nora. Ihre Einheit ist in diesem Krankenhaus. Sie sammeln Vorräte oder sowas. Dieses Krankenhaus? Ja. Warte, du gehst jetzt? Ja, das ist eine Spur. Warte doch wenigstens, bis Jesse sich erholt hat. Dann könnte sie schon weg sein. Ellie, wir wissen, wo sie ist. Und Tommy vielleicht auch. Was? Nichts. Gut. Hilfst du mir bitte mit der Tür? Yep. Warum gibt es eigentlich in jedem Horrorspiel ein Krankenhaus? Ist das irgendwie... Okay, wenn ich der 5 folge, sollte ich zum Krankenhaus kommen. Ist das irgendein ungeschriebenes Gesetz, dass es in jedem Horrorspiel ein Krankenhaus gibt? So, meine Freunde, das Horrorkrankenhaus werden wir uns aber nächstes Mal angucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst einen Daumen da an. Abo, Dislike, was auch immer ihr machen wollt, wenn nicht, dann nicht. Support ist kein Mord, also lasst uns gegenseitig unterstützen. Bis dahin, euer Scary Fairy, ciao, ciao.